an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Herrscher der Meere. Wir machen gerade einfach noch den Monatswechsel, schauen, was da passiert. Nichts weiter. Ja, kohlemäßig stehen wir auch wieder gut da. In Nostria, eine neue Brick wurde fertiggestellt. Ich weiß nicht, warum er hier bei den Animationen sich teilweise weghängt. Kann zusammenhängen mit der Aufnahme durch Hypercam. Ja, aber schauen wir weiter. Hier sind wir ja gut unterwegs, soweit überall. Genau, und unsere Eskorte schon ein gutes Stück unterwegs nach Schmidtburg, denn die müssen ja nach Kannenfünde mit dem Silberschatz an Bord. Ja, ja, da haben wir die Mission nochmal. Eine fürstliche Belohnung sei die eure. Na, da bin ich mal gespannt. Wollen wir das schaffen? Zeitmäßig sollte es ja gut aussehen. Geht schon eigentlich. Wie, 8 Wochen nur noch? Ihr habt doch hier fleißig was gekriegt. Alter. Das wäre ja jetzt schade, wenn ich hier... Ja, hier haben wir ein schnelles Schiff, auf dem auch noch Platz ist. Ja, das stellen wir mal ab. Und das soll nach Festum vorausfahren. Verkauft dort schon mal seine Waren und kehrt mit Proviant für die Flotte wieder zurück. Ja. Flotte endlich! So, und die hier... Ja, die sollen ja auch nicht einfach rumlungern, sondern sich auch auf den Weg nach Festum machen. Die haben wir doch glatt vergessen. Schicken wir sie einfach mal hinterher. Die sollten aber dann auch aufholen können. Ja. Soweit, so gut. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, die beiden Briggs, die auf der Mission einmal um die halbe Welt hier leider gescheitert sind, die werden jetzt der Kampfflotte in Elbingen zugeteilt. Zack, zack, zack. Ja. Leute, Proviant. Und dann ab zur Kampfflotte, die hier schon wartet. Da haben wir ja nicht Platz für noch ein Schiff. Da müssen wir mal schauen, dass wir den miesesten Dampfer hier rausschmeißen. Das wäre diese Fregatte, so wie es aussieht, denn die ist die langsamste. Ne, die Brick, die können wir rausstellen, angeschissene rechts raus. Sozusagen. Oh, Mission 2, jawohl, die machen wir einfach mal zu Geld. Viel gibt es dafür nicht mehr. Aber in der Flotte ist dann noch Platz für die nächste Brick, die da kommt. Ja. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Jawohl, hier bewegt sich wieder alles. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Und unsere Fleuten unten in Kap Brabak am Ziel. Wir sind eingelaufen, Sir. Waffen werden wir hier verkaufen können. Ja, und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so alles mitnehmen können. Erstmal hier den Proviant aufstocken. So, wofür kriegen wir hier anständige Preise? Für Zucker sieht das nicht so gut aus. Alkohol, Felle, nee. Baumwolle, ja. Das wäre auch viel Platz, den wir dadurch freikriegen. Textilien. Ja, genau. Dann brauchen wir hier ein bisschen was weg. Teppiche nehmen wir auf dem Rückweg mit, beziehungsweise holen wir dann nochmal mit den Korvetten ab und ergänzen die Flotte hier noch um eine weitere Fleute. Ja, wieso Kanonenkugeln brauchen wir auch keine? Nur Mannschaft, hoppala, so viel noch auch wieder nicht. So, sollte reichen. Und 20 Wochen Proviant. Oh, damit sollten die Jungs hier nach Mengbilla kommen. Und dann werden wir hier an der Westküste die Häfen mal abklappern. Und möglichst viel Krempel mitnehmen. Das war das alles, was wir hier produzieren, dann auch mal zu Geld machen. Kielhafen erreicht, Sir.
Wir laufen ein. Jawohl, oder? Unsere Vorausflotte hier schon in Festum angekommen. Alle Hohl und Felle. Alle Hohl kriegen wir Geld, Felle kriegen wir Geld. Sehr schön. Und wir nehmen erstmal noch ein paar Leute an Bord und Proviant. No, und damit gleich wieder raus und der Flotte hier entgegen. Wieder mal Rendezvous auf hoher See hier. Kielhafen erreicht, Sir. Während die zweite, wir sind eingelaufen, Sir. Die ist auch schon ziemlich zusammengeschossen. Die Brick hier, also einfach nicht zusammengeschossen, die war ja nicht im Kampf, sondern einfach durch Sturmschäden beschädigt. Durch Sturmschäden beschädigt, doppelt gemoppelt. Also Leute, weg damit. No. Süderle. Jawohl, hier ist wieder alles schön unterwegs. Weiter geht's also. Leute, endlich! Genau. No, da werden wir die wieder mal zusammenschmeißen, Proviant verteilen. Und dann sollten die Jungs glücklich nach Festum kommen. Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Och, nicht doch, Leute. Den hatten wir doch frisch verteilt. Was ist denn das? So, irgendwer hat hier eindeutig zu viel Proviant. Da packen wir mal ein bisschen weg. Und irgendwer hat hier eindeutig zu wenig. Ja, und dafür zu viel Ware an Bord, wie es aussieht. So. Das sieht schon besser aus. Proviant. Zack, kriegen wir hier unter. Das kriegen wir hier auch unter. Dann stehen wir hier schon mal besser da. So. Und zack, 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 haben wir das hoffentlich jetzt ein bisschen besser verteilt. Haben wir da noch so einen? Ja, da ist noch so einer. Da müssen wir den Alkohol hier verteilen. Ja, da haben wir noch hier leichtes Spiel. So. Und zack, zack, zack. So, das sollte reichen, dass die Jungs glatt durchkommen. Manchmal scheint er beim automatischen Verteilen da nicht so richtig auf die Reihe zu bekommen, alles. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, wunderbar. So, hier in Festum. Zack, werden wir erstmal ganz groß Felle verkaufen. Hallo. Erstmal nicht so viel, aber wir werden jetzt auch hier die letzten Wracks aussortieren aus unserer Flotte. Die ist in Ordnung, die ist in Ordnung, die ist in Ordnung, die ist in Ordnung, nicht in Ordnung. Hoppala. Zack, angeschissen rechts raus. Und die hier ist mal ganz und gar nicht in Ordnung. Auch rechts raus. So. Erfreulicherweise, die beiden beschädigten Dampfer sind ja auch leer. Das passt also, dann können wir die hier gleich zu Geld machen. Ohne große Probleme. Zack, eine neue Galeone können wir uns hier noch nicht kaufen. Aber im Rest der Flotte, zack. Proviant und Besatzung aufrüsten, einstellen und zack, Waren hier schon abholen. Dabei Elfenbein und Gewürze. Zack, sonst nichts weiter dabei. Na, dann machen wir uns hier gleich auf den Weg. Die andere Flotte, die einzelne Galeone, die hier noch unterwegs ist, die ist ja noch ein bisschen schneller. Sollte also die Flotte dann auch noch einholen und sich dazu gesellen können. Notfalls warten wir in Mendina einfach noch ein bisschen. No? Wie sieht's aus? Haben wir hier in Wehrheim
noch die Möglichkeit, eine Galeone zu kaufen. Da ist noch keine fertig, wird aber gebaut. 3 Monate noch. Oh, dauert ein bisschen. Und Pericum, wie sieht's da aus? Da haben wir eine Galeone. Die können wir schon neu kaufen, ausstatten und dem Konvoi entgegenschicken. Na, damit wir da einfach die notwendige Transportkapazität für die nächste Runde haben. So, Leute an Bord. Zack, zack, hoppala. So viel Proviant braucht es dann doch nicht. Es geht ja immerhin schließlich nur nach Yargan. Und wir nehmen hier einfach schon mal mit, was wir haben. Aus Pericum. Und ja, die werden schon brauchen ein bisschen Mendena sind. Deswegen schicken wir die Flotte hier einfach schon mal nach Yargan vor und lassen sie dort warten. So, Zielhafen erreicht. Sir. Wir laufen ein. Wir sind angelaufen, Sir. So. So. Auch hier Alohol. Naja, wenn wir nicht allzu viel kriegen, deswegen einfach Besatzung aufgefrischt, Proviant aufgefrischt. Nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Und den anderen hinterher nach Mendena. Unterwegs, denke ich mal, werden die Flotten sich vereinigen, weil die einzelne Galeone wahrscheinlich doch ein bisschen schneller ist. Ja, und dann haben wir die Flotte soweit wieder zusammen. Können in Mendena noch eine Galeone dazu kaufen. Und diesen Spielzug erst einmal beenden. So, ja, finanziell sieht es wieder soweit okay aus. Indirat, eine neue Fregatte. Okay, dann müssen wir einmal gegentreten. In Kumschon, eine neue Fleute. So, das war's soweit von den Flottenbau-News. Machen wir hier einfach weiter. Jawohl, ne? Hier haben sie sich schon getroffen und die einzelne Galeone, zack, stößt jetzt hier dazu. Und geht's weiter auf dem Weg nach Mendena. Na, da können wir uns im Hafen gleich noch eine Galeone dazu kaufen. Da haben wir hier fast wieder die alte Sollstärke erreicht. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, rein nach Mendena. Wir sind eingelaufen, Sir. Da haben wir Bedarf an Baumwolle und Sklaven. Gut, Baumwolle. Haben wir an Bord? Ne, haben wir nicht an Bord. Schauen wir mal, ob wir hier für Alkohol Geld kriegen. Ja, das sieht gut aus. Na, dann werden wir den hier auch mal los. Besatzung aufgefrischt und dann hier kräftig Waren eingeladen. Haben wir hier noch was? Nix mehr da. Und eine Galeone noch zur Flotte hinzugefügt. Hoppala. Na, Standardausrüstung, wie ich sie bei meinen Galeonen immer habe. Obwohl ich ja hier schon lange nichts mehr mit Piraten zu tun hatte auf hoher See. Ja, aber bei den Galeonen, die haben so viel Platz an Bord. Da macht man das einfach. Da mache ich das zumindest einfach sicherheitshalber. Und die Zahlen hier lassen sich ja leicht merken. Ja. Ja, weiter geht's. Na, die Festumrunde schicken wir jetzt nach Yargan. Da sollte dann auch noch hier die einzelne Galeone dazustoßen, die wir in der letzten Runde gekauft haben. Sieht soweit ja alles gut aus. Verdammte Hacke. Schicken wir die Jungs hier gleich mal auf Gegenkurs. Damit sie hoffentlich aus dem Sturm rauskommen. Das sieht soweit gut aus. Und ja, jetzt müssen wir trotzdem uns mal überlegen, wie wir mit denen hier nach Veneta kommen. Notfalls müssen wir einen Umweg fahren. Ja, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber Hauptsache, wir kommen nicht in den Sturm. Ja, 7 Wochen, Leute. Das muss doch reichen. So. Weiter geht's.
Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, in Mengvilla. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl, heim mit euch. So, wir die Leute in Mengvilla, das ist ja ein Hafen, den ich nicht besitze, deswegen weiß ich nicht, was dort produziert wird. Und wir müssen mal zusehen, dass wir hier den Proviant verteilen. Wofür kriegen wir denn hier gute Preise? Für Aluhol, das ist schön. Das schafft Platz. Für Zucker, oh, ist unter Durchschnitt. Für Textilien, Baumwolle. Baumwolle sieht auch gut aus. Textilien verscheuern wir mal noch. Fälle. Oh, heute, ja. Wenn wir die schon loswerden zu einem guten Preis, dann machen wir das. So, und jetzt haben wir hoffentlich den Proviant gleichmäßig verteilt. Jawohl, das sieht soweit gut aus. Bis auf diesen Dampfer hier. Da machen wir aber auch ein bisschen Platz, einfach indem wir ein bisschen Baumwolle verkaufen. Und dann kriegt er auch seine 20 Wochen Proviant. Genau. Soweit so gut. Produzieren tun wir hier nichts. Aus neutralen Beständen. Zack, holen wir uns einfach mal das Elfenbein an Bord. Um es zu verkaufen. Die Sklaven lassen wir. Und habe ich hier eigene Produktionsstätten? Ja. Die Elfenbein, schon alles vollgebaut. Allerdings noch nicht lange. Deswegen ist auch hier die Produktion noch nicht angelaufen. Ja. Schicken wir diese Flotte also weiter nach Kuslik. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Seid hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt... Wir sind eingelaufen, Sir. Ja, und zwar nicht in der Waschmaschine, sondern in einem Hafen. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Adieu mit Öl.